Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Wir sind jetzt Teil 2 und hier handelt es sich um ein Geburtshoroskop-Analyse, aber auch ein Partnervergleich für Arinea Da. Liebe Arinea Da, jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes. Dieses Bild, was hier sichtbar ist, habe ich Teil 1 erklärt. Du siehst selbst, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Das sind in deinem Leben die wichtigsten Lebensbereiche. Das betrifft deine Persönlichkeit, dass du wahrgenommen bist, dann die Geheimnisse, in die Tiefe zu schauen. Dann ist wichtig Freundschaften, ist wichtig deine Berufung zum Leben, dann ist wichtig Ausland, Auslandskontakte, Reisen, dann die Transformation und Liebe, Partnerschaft, außerdem deine Wohnsituation und die Verbindungen über Internet, die Kontakte zu Verwandten. Das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Das bedeutet nicht, dass in anderen Lebensbereichen gar nichts passiert, weil die Sonne, Mond und Planeten, sie bewegen sie sich. Wie ich schon sagte, Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandersterne. Also wird schon etwas aktiviert, auch in anderen Bereichen, so wie bei deinen Finanzen oder bei deiner Arbeit. Aber im Geburtshoroskop wird bestimmten Lebensbereichen doch betont. Sonne, Mond und die Planeten wirken nicht nur auf diesen Lebensbereichen, sondern die kommunizieren miteinander. Das ist wie ein Netzwerk. Das sind Verbindungen. Und diese Verbindung, so wie im Leben auch, das spiegelt auch unserem Leben. Entweder ist es harmonisch, oder es entsteht da eine gewisse Spannung. Und genau diese Verbindungen schauen wir an. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Schütze. Hier Sonne. Und gegenüber in Tierkreiszeichen Zwillinge befindet sich Mond. Das ist Vollmond. Wie ich schon sagte, die indischen Astrologen beschreiben das, wenn jemand im Vollmond geboren ist, das ist ein Glückskind, weil Vollmond beläutet das Lebensweg. Aber du sollst auf etwas achten. Diese gegenüberliegende Position spiegelt etwas. Das heißt, dir wird die Partnerschaft gespiegelt, wie wichtig das für dich ist, in diesem Spiegel zum Schauen. Außerdem, diese gegenüberliegende Position bedeutet auch wie eine Apothekenwaage. Das muss im Gleichgewicht sein. Du brauchst in dein Leben die inneren Gleichgewicht. Dann findest du die Harmonie. Sonne steht in einer sehr schönen Verbindung zum Neptun. Also Sonne und Neptun. Sonne und Neptun harmonisieren sich miteinander. Das ist wie ein Austausch. Sie sprechen miteinander und sind im Einklang. Das betrifft deine Persönlichkeit, dein Wesen. Und bei Neptun, Energie ist deine Intuition und auch deine Inspiration. Und das kommt hier in Berufung, in Geltung. Sonne hat auch eine sehr schöne Verbindung zum Pluto. Und Pluto ist rückläufig, das heißt, hier sind schon karmische Themen. Sonne mit Pluto harmonisieren miteinander. Pluto bedeutet das innere Kraft. Pluto ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem mit größter Macht. Pluto zeigt
Reichtum und Macht. Aber diese Kleine bedeutet nicht, dass Pluto klein fühlt, sondern das zeigt die Konzentration, das ist die plutonische Energie. Und Pluto ist der Planet der Regeneration und hält das Leben erhalten, symbolisiert auch die Jahreszeiten, diese etwas absterben, damit etwas Neues geboren werden kann, ist auch die Sexualenergie. Und Pluto kann nur dann in diesem Kraft bleiben, wenn alles trennt, was diese Kraft raubt. Und damit zeigt uns das Loslassen. Und so bleiben wir konzentriert in unserem inneren Kraft. Und diese Pluto-Energie und diese Transformation hilft dein Selbst. Und sie stehen in eine schöne Verbindung. Und Sonne ist auch des Lebens Energie. Verspricht auch ein langes Leben, diese schöne Verbindung. Weil Pluto hat mit Tod etwas zu tun. Nun Saturn auch, weil Saturn ist Kronos, der Gott der Zeit, also bestimmt die Zeit, wann wir dann auch gehen. Aber Pluto herrscht auch über den Todesreich, das ist aber nicht das Ende etwas, sondern es muss etwas verändert werden und Pluto ist auch der Planet, wo dazu zuständig ist, dass unsere Zellen erneuert werden. Das ist nichts anderes als eine Transformation, ein Erneuerungsprozess. Sonne und Mars stehen in einer Spannung. Sonne im Schütze und Mars im Tierkreiszeichen Fischen. Sonne symbolisiert auch der Vater, also eine männliche Energieform. Und Mars ist natürlich der Mann. Das kann natürlich bedeuten, dass du nicht genügend Wertschätzung bekommen hast von deinem Vater oder dass du ständig als Kind behaupten müsstest bei deinem Vater. Also hier entsteht eine gewisse Spannung und beide ist männliche Energie, auch Sonne, auch Mars. Und das zeigt dein Durchsetzungsvermögen, aber bedeutet auch, wie ist die Verbindung zu männlichen Personen. Und da hast du diese gewisse Spannung und es liegt in Kindheit und zeigt Vaterthemen an. Natürlich gibt es Möglichkeit, das Entspannen und das ist die goldene Mitte und das befindet sich zwischen Steinbock und Wassermann. Steinbock ist die Ernsthaftigkeit, auch das Respekt und Respektverlangen von anderen und die Wassermann-Energie, dieses Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein, dann stehst du zu dir selbst und dann kommt dieses gesundes Selbstbewusstsein. Sonne und Jupiter stehen auch in Spannung. Sonne in Tierkreiszeichen Schütze, Jupiter in Tierkreiszeichen Jungfrau. Diese Spannung, Verbindungen, heißt nicht, dass das was Schlechtes ist, sondern zeigt, wir haben Herausforderungen im Leben. Es verläuft nicht immer harmonisch und wir werden nicht immer beschenkt im Leben. Und oft sind das genau die Menschen, die Erfolg haben im Leben, haben viel Spannungsaspekt im Horoskop, weil diese Herausforderungen führen dazu, dass sie sich dann behaupten und zeigen Kraft. Sonne in Tierkreiszeichen Schütze, Jupiter in Tierkreiszeichen Jungfrau steht wieder in Spannung. Sonne zeigt auch der Vater. Jungfrau ist kritisch, das könnte sein, dass dein Vater sehr kritisch war dir gegenüber und das war diese Strenge,
Richter vertritt auch die Gerechtigkeit. Natürlich kann auch bedeuten, dass du Ungerechtigkeiten erlebt hast in dein Leben. Und hier gibt es auch eine Lösung, und das ist wieder die goldene Mitte. Das ist die Waage-Eigenschaft und Skorpion. Skorpion zeigt dir dann deine innere Kraft und Waage vertritt die Gerechtigkeit. Also wenn etwas passiert in dein Leben, was du als ungerecht empfindest, dann zeig diese innere Kraft und vertritt die Gerechtigkeit. Mond und Mars steht auch in einer Spannung. Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge und Mars in Tierkreiszeichen Fischen. Wieder die männlichen Prinzip. Mars ist der Mann. Und hier bei Mondenergie handelt sich um deinen Gefühlen, kann auch die Mutterbild sein. Mond symbolisiert auch die Mutter. Mars in Fischen natürlich liebt die Träume und die Romantik und die Gefühle. Das ist Wasserelement. Und Mond im Zwillinge ist das zu viel Wasser, zu viel Gefühl. Und Zwilling braucht dann einen gewissen Freiraum, Luft zum Atmen. Und das kann bedeuten, wenn du in einer Beziehung bist und der Mann Mars im Fischen zu romantisch ist, zu viel Gefühle zeigst, dass du dich in die Enge fühlst. Du hast dann das Gefühl, die Luft geht aus, kannst nicht mehr atmen. Jupiter steht auch in Spannung zu deinem Mond. Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau, Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist wieder Mutterbild. Jupiter im Jungfrau natürlich kritisch und das ist oft ungerecht. Bei Jupiter-Energie geht es um Gerechtigkeit und Mond zeigt auch Mutterbild im Zwillinge. Natürlich kann auch bedeuten, dass zwischen deinem Vater und Mutter war diese Spannung und du als Kind das als ungerecht empfunden hast und du spürst von Sonne und von Mond aber auch diese Spannung. Mond hat eine wunderbare Verbindung zum Neptun und das ist wieder deine Kreativität. Du hast ein Gefühl dazu. Mond im Zwillinge, Neptun und die Neptun-Energie im Waage, Neptun im Waage. Beide gehören zum Luftelement und das ist deine Kreativität, deine schöpferische Kraft und auch dein Wissen. Mond steht eine wunderbare Verbindung zum Pluto, wenn du das entdeckst, deine innere Kraft. Aber bei Pluto-Energie ist wichtig die Transformation und das Loslassen, weil nur so kann Pluto machtvoll wirken. Mars steht gegenüber von Jupiter. Sie haben eine Verbindung. Die sind miteinander vernetzt und sie kommunizieren miteinander. Sie haben ein Einfluss auf unser Leben und sie stehen nun mal in Verbindung. Mars bedeutet deine Kraft, wie du dich durchsetzt im Leben. Das ist Fischen, also sehr anpassungsfähig, sehr hilfsbereit, sehr gefühlsvoll. Und gegenüber spiegelt dir Jupiter etwas und das ist Jungfrau. Das ist alles recht und gut, dass du so liebevoll handelst. Aber wenn mit dir Ungerechtigkeit passiert, dann zeigt dich auch kritisch anderen gegenüber, ohne schlechtes Gewissen zu haben, oh, ich habe die anderen jetzt verletzt. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, verändert einiges im Leben und sorgt auch dafür, dass wir außergewöhnliche Begegnungen haben, ungewöhnliche Lebensumstände. Uranus überrascht uns. Immer wieder, Uranus ist rückläufig im Krebs und diese Rückläufigkeit zeigt auch karmische Themen. Uranus steht eine wunderbare Verbindung zu deinem Mars.
Uranus im Krebs, Mars im Fischen, beide gehören zum Wasserelement. Und das ist eine fließende Energie und zeigt Harmonie. Und hier kommt es zum männlichen Personen. Also ich würde mal Schritt für Schritt betrachten. Du hast Themen im Kindheit, das sollst du mit dir klären und dann kommt die Transformation, das ist die Pluto-Energie, dass du im Inneren Kraft bist und kommt die Selbstvertrauen und dann kommst näher zum männlichen Energie, zu Mars und Uranus wirkt dann als plötzliche Wende, als plötzliche Veränderung. Uranus kommt immer unerwartet und dreht sich alles in anderen Richtung. Uranus ist bis Anfang Januar rückläufig. Also das heißt Erinnerungen wie der Vergangenheit, karmischen Themen, aber Uranus bremst es auch noch und dann Anfang Januar dreht sich um und bewegt sich vorwärts und es wirkt bei dir in dein Leben, weil dann dreht sich in ganz andere Richtung und Uranus hilft dann, eine glückliche Partnerschaft zu leben. Alles ist Wasserelement, es kommt im Fluss und so kommt alles in Harmonie. Uranus steht mit Saturn auch eine wunderschöne Verbindung, diese rückläufige Uranus, Rückläufigkeit karmischen Themen. Bei Krebsenergie natürlich handelt es sich um tiefen Gefühlen und Saturn im Skorpion geht auch um die Gefühlen. Das heißt, Uranus löst was aus und kommt das alles in Bewegung und du erlebst das als Glück in die Liebe, Partnerschaft. Du hast auch einen Herzensmann. Und jetzt schauen wir die Horoskop von deinem Herzensmann. Aber ich möchte das mit einfließen auf dein Geburtshoroskop, deswegen lasse ich dieses Bild so stehen. Das ist dein Geburtshoroskop und wie ich schon sagte, das ist wie eine Momentaufnahme. Das bleibt so bis zu deinem Lebensende. Dann ändert sich gar nichts. Du änderst dich mit deinen Lebensschritten, genau, und das sind diese Lebensperioden. Und die Planeten bewegen sich. Das ist eine ständige Veränderung, die verändern sich und haben aber immer wieder einen Einfluss auf diesem Geburtshoroskop, weil durch diese Bewegung wird etwas aktiviert. Aber nicht nur die Planeten, die bewegen, aktivieren etwas, sondern du stehst auch mit deinem Herzensmann in Verbindung und schauen wir dann, welche Verbindung entsteht zwischen euch beiden. Und dazu brauche ich natürlich sein Horoskop. Ich erzähle das und ich lege dann immer in diesem Bereich, wo bei dir etwas auslöst, seine Energie. Das ist die Verbindung, weil sein Horoskop, sein Geburtshoroskop hat auch eine Beständigkeit. Da ändert sich auch nichts. Nur zum Sehen, was verbindet euch beiden. Und die beweglichen Planeten, wie sich das Tag zu Tag ändert, diese Bewegung, löst etwas aus, löst etwas bei dir aus, löst etwas bei ihm aus, löst etwas bei euch beiden aus. Sein Aszendent ist Skorpion. Das bedeutet, in dem Moment, wo er geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen. Wie ein Sonnenaufgang. Er ist ein Kind davon. Bei dir ist das die Schütze, bei ihm ist das die Skorpion. Schau mal, dein Skorpion befindet sich hier und hat einen Einfluss auf dein 11. und auf die 12. Lebensbereich. Die 11. bedeutet die Hoffnung, die Wünsche, bedeutet auch soziale Kontakte, die Gesellschaft oder Freundschaften natürlich auch. Und die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse und Karma, karmischen Themen.
Und sein Aszendent oder Lagna wie in indischen Astrologie, das heißt, sein Aszendent ist hier im Skorpion und aktiviert hier oder hier habt ihr die Verbindung. Das ist der Platz, wo euch begegnet und dann kommt die karmischen Themen dazu. Dieser Mann, alleine von seinem Aussehen, alleine von seinem Auftreten, aktiviert bei dir karmischen Themen und hier ist dein Venus, deine Liebe, deine Weiblichkeit. Und hier ist auch dein Saturn. Und Saturn ist der Planet der Schicksal. Und Saturn sorgt dafür, dass Schicksals wegen kreuzen sie sich. Sein Skorpion auftreten, weil dieser Aszendent beeinflusst sein Aussehen, sein Auftreten, das ist seine Persönlichkeit. Erstes Mal ist was Geheimnisvolles, auch Karmisches, habt ihr die Anziehungskraft und diese Skorpion-Energie schenkt ihm eine gewisse mystische Ausstrahlung, etwas Magisches, magische Anziehungskraft und auch erotische Ausstrahlung. Mondhäuser. Sein Aszendent befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Yeshta. Ich habe in Teil 1 erzählt die Geschichte von den 27 Frauen des Mondes. Diese Yeshta ist die älteste von diesen Frauen. Das ist erstes Mal ein Hinweis. Diese Anziehungskraft, weil das ist die erste Begegnung, Aszendent ist der erste Eindruck, zählt und berührt natürlich dein Venus, heißt auch älteren Dame, diese er fühlt sich zum älteren Frauen hingezogen. Bedeutet Yeshta aber auch, weise zu sein. Yeshta hat Ansehen und Anerkennung und Respekt erhalten bei ihren Geschwistern. Und dieses Bedürfnis hat er. Er will respektiert werden und er braucht diese Bewunderung. Seine Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement und das zeigt schon seinen Gefühlen. Er ist sehr gefühlsvoll, er ist sehr familiär, er hilft auch gerne und er nimmt das Leben mit Gefühlen wahr. Und er hat dieses Feingefühl zum Verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist der richtige Augenblick zurückziehen und abwarten, eher etwas beobachten. Über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht Mond und Mond ändert sich die Mondphase. Mal Vollmond, mal Neumond, mal abnehmende Mondphase, mal zunehmende Mondphase oder Halbmond. Diese ständige Veränderung. Natürlich, das hat einen Einfluss auf sein Wesen. Das bedeutet, er kann launisch sein und neigt dazu, zurückzuziehen. Besonders, wenn er verletzt fühlt, dann wehrt er sich nicht, sondern er zieht sich zurück. Aber er hat ein großes Bedürfnis nach ein Zuhause. Er sucht dieses warme Nest, dieses Heim. Was interessant ist, dass zurzeit bewegt sich die aufsteigende Mondknoten im Krebs. Also bei ihm aktiviert etwas und das ist die Suche. Die Suche, seinen Platz im Leben, die Suche nach einem Zuhause oder die Suche nach einer Aufgabe,
weil dieser bewegliche Mondknoten aktiviert bei Krebsgeborenen zurzeit etwas. Seine Sonne im Krebs befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Ashlesha, bedeutet übersetzt umklammern, umarmen, umschlingen und hat ein Symbol und das Symbol ist der Schlange. Wenn wir über Schlangenenergie sprechen, dann ist es immer zwei Schlangen. Das ist die Transformation oder Wandlung. Die eine Schlangenenergie zieht immer alles nach unten, weil da sind die Ängste, die Zweifel oder Eifersucht oder Schuldgefühl. Die Energie zieht nach unten, blockiert. Und hier bauen wir, und er natürlich mit dieser Sonne in diesem Mondhaus, er braucht die Transformation, Angst loslassen, angstfrei leben, dann steigt die Energie nach oben. Das ist eine Wandlung. Dieser Mondhaus, Ashlesha, wird auch beschrieben, trennen, vereinigen, trennen, vereinigen. Und das hat einen Sinn in unserem Leben, weil all das, was uns bedrückt, all das, was im Weg steht, sollen wir trennen. Ob das falsche Gewohnheiten sind oder falsche Gedanken sind oder falsche Kontakte sind oder Situation, eine Partnerschaft oder Arbeitsplatz, wo wir uns nicht wohlfühlen, aber auch Gefühlen wie Angst, davon sollte man trennen. Und genau das zeigt diese Wandlung, dieser Mondhaus, trennen, trenn dich davon. Und vereinigen bedeutet, all das, was in unserem Leben gehört, weil wir das lieben, weil wir das schätzen, weil für uns das Werte sind, das immer befestigen. Und das ist diese Schritte, diese Entscheidungen, diese Transformation. Und bei ihm befindet sich die Sonne im achten Lebensbereich, wo du auch diese Transformation hast. Ich setze seine Sonne hier zum Krebs. Also hier hat ein Einfluss auf deine Krebsenergie. Wie der Pluto, diese Pluto-Themen. Du hast auch hier Themen Transformation. Das ist jetzt seine Sonne hier. Sein Mond. Mond symbolisiert die Gefühle, das Unbewussten. Aber auch Mutter. Sonne Vater, Mond Mutter. Sein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Im dritten Lebensbereich. Bei dir ist auch die Wassermann-Energie auch im zweiten und dritten Lebensbereich. Und hier könnte ich sein Mond bei ihm auch im dritten Lebensbereich befindet sich Wassermann. Wassermann, die Wassermann-Geborenen haben das Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein und brauchen die Leichtigkeit und ein Adlerblick, dieser Weitblick. Er ist zwar nicht im Wassermann geboren, aber sein Mond ist im Wassermann, sein Gefühl braucht es. Und in Partnerschaft ist es wichtig, dass die Dame ihn vermittelt, wie einzigartig und außergewöhnlich ist er, weil das tut gut für seinen Gefühlen. Dieser Mondhaus, wo sein Mond befindet, im Wassermann, Mondhaus heißt Purvapatra und bedeutet ein Aufstieg, eine Reinigung. Und hier in diesem Mondhaus, wo sein Mond ist,
wirkt ein Sternbild und diesen Sternbild heißt Pegasus. Und dazu erzähle ich die Geschichte, weil dann verstehst seinen Gefühlen. Es ist zwar nicht die indische Mythologie, sondern die klassische griechische Mythologie. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, ihre Tochter Andromeda ist die Schönste. Und Andromeda ist schöner wie die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch, diese Seeungeheuer im Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Dieser Walfisch kam auch an, aber er bestrafte nicht Cassiopeia, sondern nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. In der Nähe war Medusa mit Schlangenhaaren, die furchterregende. Und die Geschichte erzählte, wer jede Medusa erblickt hat, hat sofort Angst bekommen und war unbeweglich wie ein Stein. Dann kam Perseus mit seinem Schwert und befreite Andromeda und die beiden haben sie sich verliebt. Und dann tötete Perseus Medusa. Und in dem Moment, wo Perseus Medusa getötet hat, wurde Pegasus quasi geboren, befreit. Pegasus wurde befreit von dem Mutterleib. In dem Moment wurde Pegasus frei und bekam Flügel. Das war ein weißes Pferd mit Flügel. Und nun, die beiden Liebenden, Andromeda und Perseus, haben mit diesem beflügelten Pferd davongeflogen. Die ganze Geschichte zeigt die Angst, von Angst zu befreien, Medusa töten, weil Medusa löst Angst aus. Für Pegasus war das wichtig, befreit zu sein von der Bindung zum Mutter. Und hier bei Mondenergie, natürlich Mond symbolisiert auch die Mutter, und die Wassermann braucht Freiraum, also ein Wassermann kann es nicht einengen, es geht nicht, weil Wassermann befreit sich. Und diese Erinnerungen und diese ganze Geschichte erzählt davon, von etwas zu befreien und frei bewegen zu können. Und dafür setzt sich ein. Und es sagt sein Gefühl, wie wichtig das ist. Also ihm muss ihm lange Leine halten, wenn man ihn binden möchte. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt. Und Mars ist männlich und das bedeutet auch er als Mann. Wie zeigt seine männliche Energie? Natürlich hat das auch einen Bezug zum Liebepartnerschaft. Sein Mars ist in Tierkreiszeichen Krebs. Er möchte jemand bemuttern, beschützen. Er ist ein gefühlsvoller Mann. Er braucht ein Zuhause, er braucht aber auch die Freiraum. Und er möchte sein Herzensdame beschützen, bemuttern, beschützen, Krebsenergie. Dieser Mondhaus, wo sein Mars befindet, heißt Pushia und das bedeutet guter Ruf zu haben, die richtige Zeit im richtigen Ort zu sein, dieses Gefühl und starke Intuition und ist im achten Lebensbereich, Lebensbereich der Transformation und dein Uranus, dieser rückläufige Uranus, was Karma
zeigt und auch Umbrüche und Veränderungen, ist auch im selben Mondhaus, wo sein Mars ist, ist auch in diesem Mondhausbusch hier. Ihr trifft hier im selben Mondhaus im Lebensbereich der Transformation und im Bereich die Sexualität, weil die achte Lebensbereich gehört die Sexualität und mit Mars-Energie natürlich ist auch dieser Bedürfnis. Also ich setze sein Mars hier im achten Lebensbereich zum Krebs. Und hier trifft natürlich dein Uranus hier im selben Mondhaus, Uranus. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Sein Merkur befindet sich im Krebs, also er ist sehr gefühlsvoll in Sprache. Wenn er aber sich verletzt fühlt, dann zieht sich sofort zurück. Und sein Merkur befindet sich im selben Mondhaus, wo seine Sonne steht, nämlich Mondhaus Ashlesha. Und das bedeutet umklammern, umschlingen, umarmen. Und hier ist die Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie. Die Angst zieht alles nach unten, davon befreien, und dann steigt die Energie nach oben. Und dieser Lebensbereich, wo sein Merkur ist, ist der Bereich, so wie bei dir auch, der Bereich, die Transformation, hier im achten Lebensbereich. Hier handelt es sich auch um Gespräche. Und dazu erzähle ich eine Geschichte von der griechischen Mythologie. Weil da kommt diese Schlangenenergie auch vor. Und das passt zu ihm besser jetzt, weil hier handelt es sich um Gespräche, Kontakte, Gespräche, Handlungen. Asklepios ist der Schlangenträger. Das ist ein Sternbild im Himmel. Asklepios ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Asklepios ist der himmlische Arzt. Und es gab ein Kind. Dieser Kind war der Sohn von einem König. Und dieser Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Ist auch der Schlangenträger. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, der andere Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt er mit Heilkräuter oder wählt die anderen Schlange, dann vergiftet das Kind. Zum Glück hat Asklepios die richtige Methode, die richtige Schlange ausgewählt, war auch der große himmlische Arzt. Und mit diesem Heilkräuter hat das Kind das Leben gerettet. Vorher ist dieses Kind in einen Honigtopf gefallen. Die ganze Geschichte erzählt etwas. Und es wirkt bei seinen Kontakten und Gesprächen. Einmal kommt die eine Schlange mit Gift, das sind die Lügen. Dann kommt der anderen Schlange mit Heilkräuter, daran liegt die Wahrheit. Und er braucht diese Transformation hier im achten Lebensbereich zu beobachten, die richtigen Entscheidungen treffen, so wie Asklepios. Was glaubt er? Glaubt er an die Lügen? Und eine Lüge ist immer honigsüß.
Noch kein Mensch kam mit einer Lüge und hat noch nie so offen gesagt, jetzt pass mal auf, ich erzähle dir etwas, aber weißt du, also die Hälfte stimmt, andere Hälfte ist verlogen. Kein Lügner spricht so. Eine Lüge kommt immer wie ein Geschenk, wie ein trojanisches Pferd. Also immer honigsüß. Und wenn wir das glauben, dann sind wir in diesem Honigtopf gefallen, wie dieses Kind. Das heißt, ein Kind glaubt alles, was man ein Kind erzählt. Und wenn er so gutmütig ist und glaubt alles, was ihm erzählen wird, dann fällt immer wieder in diesem Honigtopf und braucht Heilung. Dann braucht die Wahrheit, dann braucht die andere Richtung, diese Heilenergie. Und hier bei Merkur handelt es sich um Gespräche. Jupiter. Jupiter zeigt unserem inneren Größe, vergrößert uns auch und schenkt uns eine optimistische Haltung im Leben und bringt uns auch Glück. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Sein Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das im 9. Lebensbereich. Und das sind Auslandskontakte. Kann ihn dazu bewegen, dass er sich aufblüht und endlich mit seiner Größe bewusst ist. Aber diese Reise bedeutet auch innere Reise und das ist Spiritualität oder die Suche nach Gott. Und genau hier findet die Weisheit, die Wahrheit in diesem Weg. Jupiter hier im Löwe. Im gleichen Lebensbereich wie bei dir auch, im Löwe im 9. Lebensbereich. Dieser Mondhaus, wo sein Jupiter ist, heißt Purva Palguna und das vermittelt etwas Wichtiges. Und auf dieser Reise bewegt er sich und findet sein Glück, weil Jupiter bringt auch Glück im Leben. Und das bedeutet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das Vollenden. Das sind Erinnerungen, karmische Erinnerungen oder kehrt jemand zurück von früheren Leben, das Wahrnehmen in Gegenwart und damit die Zukunft planen, das ist diese Reise. Venus. Die Männer haben auch diese weibliche Energie. Sie haben auch Venus im Horoskop. Und das bedeutet Kunst, Kreativität, Schönheit, Sinn und Ästhetik. Die Männer wollen auch schön sein, gepflegt aussehen. Und die Männer haben auch die künstlerische Begabung. Also das ist alles Venus-Energie. Und sie wollen auch die Frieden und Harmonie. Aber Venus bedeutet in einem männlichen Horoskop auch, was für Eigenschaften soll eine Frau haben? Weil das, was seine Seele berührt. Sein Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im 9. Lebensbereich. Das kann natürlich bedeuten Ausland oder auf die Reise, die Liebe. Venus macht alles, was die Herz begehrt. Das bedeutet, er liebt Reisen. Kann auch Auslandskontakte auch bedeuten. Aber diese Reise ist auch eine innere Reise und zeigt auch hohe Bildung. Und das würde heißen,
Er liebt die Reisen und er braucht eine Frau, wo er aufschauen kann, Löwe, die Bewunderung. Er möchte die Frau bewundern wegen die Weisheit, wegen dieser Bildung. Und dieser Mondhaus, wo sein Venus befindet, dieser Mondhaus heißt Makha. Und Makha wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen und zeigt auch Könige, Herrscher, Herrscherhäuser. Und Regulus ist auch das Herz der Löwen. Also er braucht eine Frau und er möchte diese Frau bewundern wie in einer roten Teppich. Und das ist typisch Löwe natürlich. Diese Frau soll im Mittelpunkt sein, natürlich. Und diese Bewunderung ist wichtig. Und dieser neunte Lebensbereich ist für Reisen. Aber wie ich schon sagte, das ist auch die innere Reise und Bildung. Das soll eine Frau verkörpern, weil das, was er bewundert. Und wenn eine Frau selbstbewusst ist, das ist die Löwe-Eigenschaft und zeigt, was er kann, stellt sich im Mittelpunkt, das gefällt ihm natürlich auch. Aber zurück zum Regulus, und das ist das Herz der Löwen, eine Frau, wo sein Herz berührt. Und er ist auf dieser Reise, auf dieser Suche. In dein Horoskop befindet sich dieser rückläufige Pluto auch im selben Mondhaus, in diesem Makha, und wird von Regulus bestrahlt. Und Pluto ist deine innere Kraft. Versuche, dieses Bewusstsein zu haben, aber verstecke dich nicht, sondern wie ein Löwe stell dich in die Mitte, zeig das auch in die Öffentlichkeit und genieße das, genieße diese Macht. Und er wird dich dafür bewundern. Saturn. Saturn ist in seinem Horoskop rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Sein Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und dieser Mondhaus heißt Ashwini und bedeutet Heilung. Dieser Schicksalsweg, wo Saturn ihn begleitet, Saturn begleitet uns alle in unserem Schicksalsweg, zeigt diese Rückläufigkeit, die Vergangenheit, seine Kindheit und auch karmischen Erinnerungen. Er braucht Heilung. Und das ist dieser Mondhaus Ashwini. Und der Lebensbereich, wo das befindet, ist der fünfte Lebensbereich. Und das ist die Lebensfreude, aber auch seine Kindheit. Er braucht da die Heilung, das innere Kind zum Pflegen und auch diese Lebensfreude leben, weil das bringt ihm wirklich die Heilung und die Wiederenergie, diese Kraft, diesen Mut zu haben und da seine Männlichkeit in Ausdruck bringen, weil über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars, das ist diese männliche Energie und er braucht diese Lebensfreude. Ich ändere etwas im Bild, damit alles sichtbar ist. So. Ketu ist die absteigende Mondknoten und zeigt alten karmischen Erinnerungen. In diesem Bereich, wo Ketu steht, da kennen wir aus, weil da haben wir Lebenserfahrungen gemacht in früheren Leben. In seinem Horoskop befindet sich Ketu in Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich ist das die Bodenständigkeit. Jungfrau ist auch klug, bescheiden, auch manchmal kritisch.
mit sich selbst gegenüber auch. Dieses Mondhaus, wo sein Ketu befindet, dieses Mondhaus heißt Hashta und heißt übersetzt Hand oder Handlungen. Dieses Mondhaus wird von Vindamiatrix bestrahlt. Vindamiatrix ist die Weinleserin, wurde bei Römer verehrt und steht in einer engen Verbindung zum Gott Dionysos. Und Gott Dionysos ist der Weingott. Und Vindamiatrix ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude. Lebensfreude wie ein Fest, das Leben mal genießen. Und dann trägt es auch Ernte. Er trägt es auch Früchte. Dann trägt es auch Früchte. Er braucht die Lebensfreude. Ketu befindet sich bei ihm im Tierkreiszeichen Jungfrau im Mondhaus Hashta im 10. Lebensbereich und zeigt alten karmischen Erinnerungen. Und das ist dieser Platz hier. Und das bedeutet, für ihn war das sehr wichtig im früheren Leben, Anerkennung, Ansehen, seine Berufung zum Leben, bewundert zu sein, aber die Handlungen mit diesem Lebensfreude, mit diesem Vindamiatrix, entweder fehlte ihm diese Fröhlichkeit, fehlte ihm die Lebensfreude und wurde verbittert, kann auch bedeuten, dass das zu viel Wein, zu viel Lebensfreude da war, damit er dann beruflich dann diesen Erfolg nicht mehr gehabt hat. Rahu zeigt den neuen Weg und das, was seine Seele ausgesucht hat, weil er braucht das zum Lernen. Und dieser Weg ist die Tierkreiszeichen Fischen im 4. Lebensbereich. Hier ist sein aufsteigender Mondknoten und das ist die Basis, das ist hier die Fundament, hier ist die Wurzel des Baumes und das, was er braucht. Diesem Lebensweg hat seine Seele ausgesucht. Es ist neu für ihn, es ist ein Neuland, ganz klar, aber er braucht seinen Platz im Leben. Und dieses Mondhaus heißt Revati und befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Der neue Weg, was ihn befreit, ist die Tierkreiszeichen Fischen. Das gibt ihm die Basis, das gibt ihm die Fundament. Und das sind seine Träume, seine Visionen, daran zum Glauben, das zu vertrauen und dann loslassen, geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, Vertrauen an sich selbst, Vertrauen an die Liebe, Vertrauen an sein Vorhaben, Vertrauen an Gott und dann loslassen, geschehen lassen, dann kommt das alles im Fluss. Wenn er das so kennenlernt, weil das ist für ihn ein Neuland, wenn er das kennenlernt, dann verspürt er die feste Boden unter den Füßen, trotz Fischenenergie, was eigentlich Wasserelement ist. Aber dann kommt er näher dazu, dass endlich angekommen ist und das ist für ihn die Fundament, die Sicherheit und Stabilität. Dieser Mondhaus, wo sein Rahu, dieser Drachenkopf befindet, heißt Revati und das bedeutet eine Vollendung an etwas, etwas zum Ende bringen. Nicht abwarten, nicht aufgeben, sondern dieses Ziel zu erreichen. Hier ist das Ende des Flusses. Das ist Fluss Eridanus. Das befindet sich in der Nähe von Tierkreiszeichen Fischen. Und das Ende des Flusses ist Achenar. Und das ist die Brunnen, das ist die Quelle, das ist unsere Intuition und Inspiration. Da sprudelt was. Und wenn er diese Brunnen erreicht hat, dann hat die Ende des Flusses entdeckt
Und von diesem Brunnen kann man immer schöpfen. Das ist die schöpferische Kraft und es kommt von innen. Und dann hat die Basis, dann hat die Fundament. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich bei ihm in Tierkreiszeichen Jungfrau im 10. Lebensbereich und da hat er seine karmischen Themen und hier natürlich kommen immer wieder Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und er lernt es in Ordnung zu bringen. Und in diesem Bereich sind die Ziele zu erreichen und auch seine Berufung und auch der Platz, wo wir Ansehen, Respekt bekommen, das ist das Krone des Baumes und zeigt auch sein außergewöhnlichen Talent. Uranus ist einzigartig, außergewöhnlich, wunderbare Ideen. Das ist die Ideenreichtum und er kann das beruflich umsetzen. Dieses Mondhaus, wo sein Uranus befindet, heißt Uttarapalguna. Und hier ist die schöpferische Kraft und die Weisheit. Es trägt etwas Früchte, das, was dieses Mondhaus verspricht. Bei dir in deinem Horoskop steht Jupiter im selben Mondhaus. Neptun. Neptun zeigt unseren Träumen, das ist das Inspiration, diese Energie brauchen die Künstler. Aber Neptun kann auch täuschend wirken, so undurchschaubar, benebelt, so unklar. Das ist natürlich bei Neptun-Energie auch möglich. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion im 12. Lebensbereich. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse. Die Geheimnisse sind seine Intuition, seine Inspiration, seine künstlerische Begabung, Neptun, ganz klar. Aber im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde und sie täuschen etwas vor. Dann ist das alles so komisch, so benebelt. Und hier ist sein Neptun im 12. Lebensbereich in Skorpion. Und Skorpion ist die Wandlung. Und bei ihm, so würde ich das beschreiben, er hat diese Begabung, diese künstlerische Fähigkeit noch im Verborgenen. Vielleicht ist ihm das gar nicht bewusst. Aber er hat geheime Feinde und sie täuschen ihm etwas vor. Und das ist so ähnlich wie bei Merkur-Energie, bei diesem Schlangenträger. Er fällt da immer wieder rein. Und hier die Transformation, die Skorpion, das auch mal sehen. Bei Neptun-Energie ist es schwierig zum Sehen, weil Neptun ist nichts anderes als Poseidon, der Gott des Meeres. Und die Meer in die tiefe Ozean, da uns orientieren, ist nicht so einfach. Also das ist mit vollen Geheimnissen und es ist schwierig, klar und deutlich etwas zu erkennen. Ist aber für ihn das sehr wichtig, vorsichtig zu sein im Leben und diese Feinden, diese Lügen auch erkennen. Dieser Mondhaus, wo sein Neptun befindet, heißt Vishakha. Und diese Vishakha ist eine Feuergöttin. Es gibt zwei Feuergöttinnen bei den Mondhäusern. Hier kommt die Feuerenergie anderes in Wirkung. Hier bedeutet diese Vishakha verbrennen etwas. Und das ist ein Reinigungsprozess. Wird auch im Tempel verehrt als reinigende Energie, bereinigen. Und das heißt, alles verbrennen, was im Weg steht. Davon befreien, das ist das Loslassen. Eigentlich ist das Loslassen. Pluto gibt die innere Kraft. Pluto befindet sich im Löwe, aber nicht im 9. Lebensbereich, sondern im 10. Lebensbereich. Und das ist die Macht, das Ansehen, die Anerkennung im Gesellschaft braucht er und
Es ist wichtig, seine Berufung zum Leben. Dieser Mondhaus heißt Uttara Palguna und das bedeutet Ernte und diese schöpferische Kraft verspüren und weise Entscheidungen treffen, genau dort, wo in dein Horoskop Jupiter befindet. Dann die Verbindungen. Seine Sonne bestrahlt sein Aszendent wunderbar und das gibt ihm eine selbstbewusste Auftreten. Sein Mond steht in Spannung zum Aszendent, das zeigt Mutterthemen. Sein Sonne und sein Mond verbindet sich mit einem Quinkungsaspekt und das bedeutet, man weiß gar nichts. Dieser Quinkungsaspekt bedeutet Unsicherheit. Und Sonne und Mond, das gehört schon zu seinem Wesen. Sonne ist auch der Vater, Mond ist die Mutter, das ist die Verbindung zwischen Vater und Mutter. Und er erlebt das als Kind und hat diese Energie in sich. Dieser Quinkungsaspekt für mich ist wie ein Pendel, man weiß gar nicht, in welche Richtung ausschlägt. Man sagt auch, das ist ein Aspekt wie vielleicht, man kann das nie wissen. Und das ist für mich ein Hinweis, dass er erlebte das in Kindheit. Er wusste gar nicht, wo er hingehört. Er wusste gar nicht, was morgen kommt. Diese Unsicherheit trägt er in sich. Und natürlich bei Entscheidungen kommt auch diese Unsicherheit in Vorschein. Pluto hat eine Spannung auf sein Aszendent. Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, stehen sehr nah. Venus im Löwe, Mars im Krebs, das ist ein benachbarte Tierkreiszeichen und das zeigt die Nähe, diese Vertrautheit und das, was er auch sucht in die Partnerschaft. Interessant ist, dass sein Venus, was eine weibliche Energie ist, gerade im Löwe ist und über Löwe herrscht die Sonne und Sonne ist männlich, also er sucht diese männliche Energie bei der Partnerschaft, bei einer Frau und er als Mann, Mars, das ist die männliche Energie im Krebs und das ist weiblich, über die Krebs herrscht Mond. Und das ist eine weibliche Energieform, das ist wie vertauscht, kann natürlich bedeuten, dass zu Hause die Mutter sehr dominierend war, also das war wie eine männliche Energie und der Vater war eher so zurückhaltend, mehr weiblich und vermittelte eher eine weibliche Energieform. Saturn und Uranus stehen auch in einer Quinkungsverbindung. Uranus bringt unerwartete Ereignisse und Veränderungen. Das kommt oft plötzlich, wirklich unerwartet. Und Saturn braucht die Sicherheit, Stabilität, eine Struktur. Und hier wieder diese Quinkungsverbindung. In dem Moment, wo in sein Leben unerwartete Ereignis kommt, erstmal kommt diese Unsicherheit. Man weiß nicht, wie das weitergeht. Ein vielleicht, ja vielleicht so, vielleicht mal so. Und genau das zeigt auch nach außen. Er kann in dem Moment den Standpunkt nicht vertreten. Er kann nicht sagen, ja, es ist schwarz oder weiß, sondern diese Verbindung heißt vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, welche Richtung das geht. Genauso wie bei Sonne- und Mondverbindung und das kommt von Kindheit und das lebt er auch, dieser Vielleicht-Aspekt, was nichts anderes ist, wirklich wie ein Pendel und man steht da und man überlegt, man weiß erstmal nicht, in welche Richtung das ausschlägt, in welche Richtung das geht. Man kann auch nicht sagen, ja, ist das links oder rechts, ist das schwarz oder weiß, sondern entsteht einen inneren
Zerrissenheit, einer inneren Unsicherheit. Liebe Arineya Da, das war diese Verbindung zu deinem Herzensmann. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.